Muss man seine Gebete wiederholen, wenn man in der Vergangenheit falsch gebetet oder den Wudu, die Gebetswaschung, falsch vollzogen hat? Wie ist die Angelegenheit? Es gibt hier zwei Ansichten der Gelehrten. Und ein Teil der Gelehrten, und Wallahu ta'ala ala wa alam, das ist die Ansicht, die auch mit deutlichen Beweisen belegt ist, ist, dass man dieses nicht nachholen muss. Und dafür gibt es zig Beispiele aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Zum Beispiel, Umar und Ammar, radiallahu anhuma, sie waren Junub, aber sie hatten kein Wasser. Was hat Ammar, radiallahu anhuma, gemacht? Ammar ibn Yasir hat sich dann nackt im Sand gewälzt. So, er hat das als Analogieschluss genommen. Jetzt habe ich kein Wasser, also wälze ich mich im Sand. Das heißt, dass mein gesamter Körper mit Sand benetzt wird. Wie es normalerweise mit Wasser gemacht wird. Er sagte, Wasser ist nicht da, also mache ich das mit Sand. Weil es gibt ja Tayammum, die Ersatzwaschung. Dann kamen sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und schilderten ihnen die Angelegenheit. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam befahl niemanden von ihnen, dass sie das Gebet wiederholen müssen. Abu Dharr, radiallahu an, hat einige Tage nicht gebetet, weil er ebenfalls in diesem Zustand war. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn nicht dazu befohlen, dass er die Gebete nachholt. Oder eine Frau, die Istihada hatte. Istihada ist die Schmierblutung, liebe Geschwister. Das ist nicht die Menstruationsblutung, das ist eine Schmierblutung. Diese wusste nicht, wie sie sich verhalten soll. So ging sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte ihm, dass sie nicht gebetet hat wegen dieser Blutung. Sie dachte, diese Schmierblutung hat dasselbe Urteil wie Menstruationsblutung. Aber es ist falsch, denn Menstruationsblutung, da darf die Frau nicht beten und nicht fasten. Aber bei der Schmierblutung muss sie beten und das andere tun, wozu sie verpflichtet wurde. Als diese Frau dem Propheten sallallahu alaihi wasallam dieses mitgeteilt hat, hat er ihr nur gesagt, was sie in Zukunft richtig machen sollte, und er verdonnerte sie nicht dazu, dass sie die Gebete nachholt. Und so gibt es viele Beispiele, die Sheikhul Islam rahimullah ta'ala aufgezählt hat, um diese Ansicht zu bestärken, dass diejenigen, die in der Vergangenheit falsch gebetet haben oder falsch Wudu gemacht haben, manche Leute haben Wudu gemacht, was nicht vollständig ist. Ab dann, wenn das Wissen zu dir kommt, ab da musst du dann richtig handeln. Aber was früher war, nach der richtigen Ansicht, es gibt zwei Ansichten der Gelehrten, musst du dieses nicht wiederholen. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiba.